Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 7 von Simotrans mit dem Comic Pack Version 06. Ja, hier fährt gerade nichts. Das machen wir mal an hier. Jetzt geht's weiter. Wie bleibt denn hier drin? Der Zug. 6 von 62, das ist nicht ganz viel. Wir haben 529.000 Miese. Das ist auch nicht so dolle. Da müssen wir auch mal reingucken. Aber nach dem Intro machen wir das Ganze. Ne? Dann schauen wir mal nach Bilanz und so. Ich würde sagen, bis gleich. So, Bilanz, Finanzen. Okay, wir haben noch eine ganz böse Marge hier. Gesamtvermögen liegt bei 40.000. Das ist nicht gut. Das ist, wir müssten eigentlich die Marge mal hier auf schwarze Zahlen kriegen, weil sonst ist das nicht gut. Wir stehen denn hier unten zum Warten? Ich hoffe, ein paar mehr schon. Auch nur 6. Das ist nicht so toll. Das könnte gefährlich werden, ne? Wie ist das bei der anderen Bahn? Oh, BSD in der Hand, das ist schon schlecht. Lupe. Wir fahren hier mit, aber da sind mindestens 12 drin. Das geht ja etwas besser. Und wie viel stehen da für Bielefeld? Ist die nächste Frage, ne? 6 warten auf Bielefeld. Das sind keine guten Werte. Wie sieht es hier aus? Da sitzen schon mal 6 drin. Und da sitzen auch 6 drin. Weil ich hatte mal irgendwie noch so ein Problem, ne? Dass da nicht alle mitgefahren sind. Hier 0 zum Beispiel. Aber ich glaube, von der anderen Seite waren keine, ne? Hier ist auch niemand drin. Da sind 6 drin, das ist okay. Hat die denn auch schwarze Zahlen? Ne, die hat noch nicht mal schwarze Zahlen hier. Wahrscheinlich, weil die immer rückwärts leer fahren, ne? Die hat schwarze Zahlen hier. So, hier nochmal 6, auch schwarze Zahlen, das passt. Die fährt auch gut. Die fährt auch gut. Ja, wir müssen mal schauen, ne? Wir stehen hier 11. Also von Waldkirch nach Erfurt könnte ruhig noch eine Kutsche mehr drauf fahren, ne? Was machen denn unsere Schiffe überhaupt so? Wir haben ja hier unten noch irgendwo welche rumfahren, die durch diesen Kanal schippern sollen oder was das ist, dieser Fluss. Ist hier jemals einer angekommen? Aber auf jeden Fall warten hier 3 Passagiere. Sehen wir denn hier irgendwo was? Hier ist ein Schiff. Von Apolda nach Grimma mit 16. Hier sind's Apolda nach Grimma 3 sitzen da drauf. Na super. Aber hier warten noch schon welche. Aber 6 nach Übach, okay. Aber trotzdem sind das dann noch genug, ne? 15 nach Grimma. Ach, 15 nach Grimma bedeutet nach da und nicht nach Apolda. Aber dann fährt das Schiff auch ohne. Hier sind 6 drin. Ich glaube, hier ist ein Schiff zu viel drauf, kann da sein. Dieses hier fährt zum Beispiel leer. Und hier stehen noch welche für Übach, ne? Ja. Das bedeutet, von Grimma nach Übach wird dieses Schiff jetzt gleich die Linie bekommen. Warte auf Mindestbeladung, Fahrplan, MSA. Ich brauche dieses Fahrzeug, aber das habe ich ja hier. Fahrplan da. Von Grimma nach Übach, bitteschön. So, und dann aber bitte erst nach Grimma fahren. Oh, jetzt. Oh, jetzt kriegen wir ja schon die Warnmeldung, ey. Das wird vielleicht in Fiasko enden. Liste. Ne, da nicht da. Fahrzeuge. Halt, ne, Haltestelle nicht. Fahrzeuge brauchen wir. Und dann alle ist richtig und...
Gewinnverlust. Die Züge fahren Gewinn ein. Alles fährt Gewinn ein. Oder? Naja, okay, die Richtung hört hier unten dann auf. Und am unteren Ende sind wahrscheinlich die ganzen Schiffe, ne? Obwohl, die sind mit einem Hunderter alle. Da ist auch sogar eine Kutsche. Da ist noch eine Kutsche. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ne? Was sagt denn das hier? Oh, 351. Und das hier ist Gesamtvermögen, ist mies. Ja, ich glaube, wir sind kurz vorm Ende des Spiels. Weil das hier darf nicht so hoch sein, die Marge. 350. Hier, der fährt auch wieder ohne Leute los. Ich glaube, das ist gleich zu Ende. Da fahren drei Leute über Grimmerwald und hier haben wir drei auch drin. Das heißt hier, der kriegt gleich auch einen neuen Fahrplan. Grimmerübach. Und okay, weil macht ja keinen Sinn. Aber hier stehen ja noch welche für Übach, oder? Nee, hat er auch nicht. Der hatte die 6, okay. Dann kannst du den eigentlich ausmustern. Zack, weg. Der kostet uns ein bisschen Geld. Aber gerettet hat uns das wahrscheinlich auch nicht. 8200. 8200. Aber er hat keine Fahrtkosten mehr, ne? Wir haben wahrscheinlich irgendwo zu viele Schiffe unterwegs, kann das sein? Zum Beispiel, also nicht alleine. Hier fährt nur eins rum, oder? Und das fährt niemand durch die Gegend. Hier wartet auch niemand. Ja, leider ist hier auch niemand. Mit der Kutsche. Da sitzt bestimmt auch keiner dran, ne? Nee, hier läuft es gerade ganz schlecht. Oh, wir haben aber wenigstens Gesamtvermögen 3000 mehr gekriegt. Jetzt haben wir 11.000. Also hier können wir jetzt nicht weniger machen, sonst fährt da keiner mehr. Das ist ja schon mal schlecht. Wie sieht es denn hier aus bei dieser Veranstaltung? Hier stehen 27 Passagiere. Hier fahren 4 mit. Wie viel stehen da? Da stehen 27. Also die Kutsche schafft schon was. Hier ist niemand drin. Da ist niemand drin. Und da ist auch niemand drin. Hier warten 26 Passagiere. Und davon sind 3, die nach Wülfrath wollen. Warte mal, wie viele waren da oben? Nach Warstein. Lass das Schiff umdrehen. Der soll die da holen. Macht ja keinen Sinn, dass der da auch noch runterschippert. Hier stehen noch zu wenig oder gar keine. Warte, da sind 16 und da oben warten 27, oder? Komm, dann kann der da auch noch mal runterfahren, hochfahren. Macht keinen Sinn, dass der auch runterfährt noch. Weil hier sind zu wenig. Hier stehen ja nur 3.
für Wülfrath. Warsteinwald. Wülfrath 11. Die 14 sind das dann mit den dreien, die hier stehen, oder? Da standen doch nur drei, ne? Oder? Wülfrath stand nur drei. Gut, dann passt das. Das eine Schiff kriegt die alle mit. Da ist das schon mal gut. Wie sieht's denn hier aus? 6 Passagiere. Aber er fährt plus. Wie viel haben wir jetzt Geld? 12.000. Okay, das geht gerade so. Und hier ist jetzt 3 Passagiere. Aber wir haben das angebunden schon mal. Sollte doch funktionieren, oder? Wo sind wir jetzt hingesprungen? Waldkirch? Ne, jetzt haben wir hier Rudolstadt Hafen, da ist er. Heißt aber Wald, nicht Hafen. Da warten 9 Passagiere für Warstein. Und wo sind die Schiffe dafür? Hier ist keins. Warstein war doch hier. Ah, da fährt's. Keiner drinne. Und da ist noch einer. Auch keiner drin. Wir warten hier für Rudolstadt 23, das heißt 16. Ja, okay. Macht Sinn, wenn die beiden da weiterfahren. Warte, beide? Dreie, da ist noch einer. Nee, dann kannst du zurückfahren. Das macht so keinen Sinn. Der hat ja keinen drin. Dann kann der schon den nächsten hier wegholen. Da standen ja schon 9. Und dann müssen wir überlegen, ob da überhaupt 3 Schifflein Sinn machen. Wie viel stehen hier? 28 Passagier. Neuss war hier rechts, oder? Ja. Er hat jetzt keinen mitgenommen. Wo fährt er denn? Ach so, er fährt zum Waldhafen. Nee, das war jetzt doof. Wie kriege ich das wieder auf? So. Okay, wenn da keiner steht, macht das keinen Sinn. Aber die anderen fahren ja hier lang. Und die stehen gerade alle hier sozusagen. 6 Passagiere. Okay, Dreier. Er hatte 6, ist klar. Er hat auch 6. Da ist schon mal wieder niemand drin. Wie viel stehen denn hier für Rudolstadt? 27. Okay, das sind ja jetzt einige. Machen wir gerade ein klein bisschen schneller, dass die hier nacheinander sind. Dann kann ich die besser anpacken. So, die Kutsche ist voll. Und die nicht. Und hier stehen 26. Das kann ja nicht sein. Fahr mal zurück, das machst du bitte schön. Hol erstmal ein paar Leute da. Hier auch leer. Und hier stehen nur 26. Warum nimmt denn niemand mit? Warum laden die da nicht ein? So, er hat 6 geladen, das passt ja schon mal. Ist der voll wenigstens? Ja. Was ist jetzt hier gerade mit den 2 Kutschen fehlgelaufen? Die fährt jetzt richtig, oder? Also, die ist da oben schon offen, passt. Und die hat auch 6 geladen. Passt also auch. Aber was war mit diesen 2 Kutschen? Die wir hier rechts natürlich schon offen haben. Wieder nicht geladen, oder was?
Was ist an den Kutschen verkehrt, dass da keiner einsteigt? Das hier zum Einfügen von dem da. Warte auf Mindestbeladung und feste Abfahrtszeiten. Was hat diese Kutsche für ein Problem? Genauso wie die zweite hier auch. So. Jetzt fährt er weiter. Ich will den aber hier haben. Warum lässt er sich jetzt hier auch nicht auswählen? Hier seht ihr, das geht nicht. Eigener Fahrplan will ich aber gar nicht. So, jetzt fährt er da nochmal hin. So, der letzte hier hat ja auch nichts, ne? Genau. So, nochmal das Ganze hier. So, mal gucken, ob er jetzt lädt. Nein, hat er nicht getan. Ich habe keine Ahnung, warum er hier nicht lädt. Und da sind definitiv Leute dran, die mitfahren wollen. 18 Passagiere über Rudolstadt. Komm, ausmustern, hat keinen Sinn mit dem Ding. Und das kannst du mit dem ja auch machen gleich. Die fährt ja auch nicht. Oder nimmt ja auch keine mit. Frag mich nicht, was da falsch ist. Was macht denn unsere Bilanz? 16.000, das geht hoch, das ist schon mal etwas. So, jetzt ein LKW. Doppelgespann. Das ist Postkutsche. Das ist die schnellere. Habe ich da vielleicht die falsche? Nein, das ist ein Halt und das passt alles. Was kosten die mich? Kostet 3.000. Ne, diese hier ist es ja. 4.000. Wie viel stehen denn hier? 10, das heißt, eine kann ich auf jeden Fall loslaufen lassen. Wie sieht es mit der Bilanz aus? 16.000 noch. Gerade geht's, ne? Wir haben den April. Wo fährt er zuerst hin? Ja, ist klar, dass er erst nach da hinten fährt, ne? So. Er hat niemanden drin, ne? Nein.
Hier ist aber auch noch kein Schiff angekommen, gehe ich von aus. Da sind noch 9 am Warten. Sind denn hier welche für Warstein oder so? Nein, alles hier in der Region. 10% wieder drunter. Oh, Gesamtvermögen ist sogar minus. Da war der erste. So, ich will hoffen, der nimmt jetzt 6 mit. Ja, sieht so aus. Ja, das ist jetzt nicht so dolle, was da gerade läuft, ne? Irgendwie kriegen wir das jetzt nicht so toll hin. Die Marge ist allzu hoch. Wir kriegen das definitiv nicht wieder auf Null. Ich glaube, wir haben uns hier bei dem Spiel vertan. Da sind wir zu großspurig gewesen, denke ich mal, irgendwas hier zu installieren. Ich gehe da fast von aus, dass wir diese Karte in der nächsten Runde wohl verlieren werden. Okay, wir werden es wert absehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.